Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die neue Anlage hier hinten errichtet. Unsere schöne Eng-Sardinen-Anlage. Und haben dann hier drüben nochmal Platz für das komplett gleiche, weil wir genau hier die Hälfte verwendet haben. Und ich glaube sogar ein bisschen weniger wie die Hälfte. Um ehrlich zu sein, das wäre die Hälfte gewesen. Und das werden wir komplett gleich auch hier machen, damit wir das machen können. Und wir sehen schon, mittlerweile ist unsere Kapazität bei 310. Klar, es laufen jetzt noch die zwei, drei hier. Die würde ich aber auch relativ bald ausschalten und dann den Umbau von den Anlagen hier forcieren. Wenn ich mir die anschaue, die sind auch schon relativ voll, kriegen aber auch Stück für Stück ihr Zeug dazu. Das ist super. Was nicht bedeutet, dass wir danach die hinten auffüllen, weil die, glaube ich, sind noch nicht so relativ voll. Aber die sind auch schon. Kriegen auch Stück für Stück dazu. Das ist natürlich schön. Wenn wir das hier vorne sehen, die sind komplett unterfordert aktuell, wie es ausschaut. Also sie haben viel noch auf Lager. Ich glaube, das liegt eher daran, dass die Lager so extrem... Das ist ein Tier 2 und trotzdem läuft es... Achso, weil es auf 3 aufteilt, ne? Wie schaut es trotzdem mit dem Lager aus? Das Lager ist immer noch gut unter Kontrolle. Wie schaut es hier aus? Das ist leer, okay. Bedeutet, wir lassen uns gerade nur auf die Blätter. Vielleicht sollte ich kurz mal meine trusty Motorsäge rausholen und nochmal ein bisschen Holz farmen gehen. Wir haben hier eh noch eins, zwei, nein. Motorsäge. Habe ich noch ein bisschen was dabei? Ja. 203, easy. Oh, ich habe den Baum gleich mitgefällt. Kann ich dich auch fällen? Bisschen was farmen. Und unsere Area freischalten. Ist normalerweise eh nicht schlecht. Dann werden wir uns heute um die Anlage drinnen kümmern und uns das mal anschauen. Guck mal, da ist noch ein Baum. Weg damit. Ach, guck mal, du bist nachgewachsen. Schön. Schön, vorsichtig, alles Stück für Stück weg. Das verbessert ja auch mal die Sicht. Das ist ja... sehr vorteilhaft für uns. So, ich glaube, das sollte fürs Erste reichen. Warte mal, ich laufe gerade die falsche Richtung, ne? Da komme ich nicht durch. Da habe ich noch keinen Aufgang gemacht. Das war da oben. Andere Seite. Ram, bam, 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 bam. Genau. Ram, bam, 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 bam. Ist eigentlich unser Scout-Helikopter wieder zurück? Nee, ne? Der hovert hier irgendwo noch rum und fliegt hier seine Ecke ab. Servus, Leute. So. Und dann zur Production. Ah, Herr Inspekteur ist auch mal wieder da. Du warst für Holz und du bist weiterhin fürs Grünzeug. Vorteil ist natürlich auch, wir tun jetzt hier maximal das Lager befüllen auch. Halt langsam und sicher. Wie schaut es bei euch aus mit Treibstoff? Oh, die haben noch ewig Treibstoff. Oh. Die stehen ja alle. Schau, wie schnell die auf maximal sind. Meine Nase gezogen. So, Entschuldigung. Ich hätte eigentlich den Stummbutton drücken sollen, aber der ist ein bisschen weit weg gewesen. Gerade für die schnelle Nase. Jetzt siehst du auch, jetzt ist nicht mehr die extreme Geschwindigkeit da wie davor. Schauen wir mal, wie gut das Ganze hält oder ob wir da irgendwann upgraden müssen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rüber.
Warte mal, den nehmen wir kurz wieder aus der Hand raus, der ist ja nur nervig. Gut. Also, wir haben hier hinten ja unser Lager. Beide schon relativ voll. Und ich würde die gerne hier direkt in Production bringen. Genau, du bist der Konstrukteur und für dich brauche ich diese Platten hier, genau. Also meine Idee wäre jetzt, dass wir sozusagen immer seitlich Lager haben, wo sie reinhüpfen und dann wieder zurück rauskommen, wo ich es brauche. Weil ich kann ja Lager wahrscheinlich auch übereinander. Ich habe ja doch die Logistik, habe ich doch die Förderbandstapler hier. Nur mal zum Ausprobieren. So bedeutet, so könnte ich das durchführen. Damit ich halt ein bisschen Platz spare und die einzelnen Einheiten teilen kann. Obwohl es natürlich blöd ist, wenn ich einen Teil. Vielleicht. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich den Konstrukteur mache. Weil die Sache ist, ich brauche mehrere. Ich brauche mindestens, denke ich mal, 3 pro Ding. Und dann brauche ich ein Zwischenlager. Und vom Zwischenlager aus muss ich wieder weitergehen. Was ist, wenn ich die Einheiten hier hinstelle, 3 durchfahre, vorne Speichereinheit, dann wieder zurück und hin und her und die andere fahre ich rüber? Dann hätte ich ein bisschen Abstand zwischen allem. Ich und konstruieren. Ich sollte erstmal ein paar Dinger machen, damit ich mehr bauen kann. Ich habe zwar oben die funktionierende Anlage, ja, aber es ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, dass ich da noch hochlaufe. Zu euch mache ich schon mal aus Eisenstangen. Weil die erste Sache wäre, dass ich mir gleich mal diese verstärkten Eisenplatten produzieren lasse, weil die brauche ich dringend. Und Schrauben sind ja zum Glück super cheap. Die brauche ich, dafür brauche ich Platten und Schrauben. Bedeutet, ich müsste die Schraubenproduktion rüberbringen und dann anschließen. Kupferblech wird wieder mit Kupfer gemacht, ne? Aus Direktkupfer, okay. Wird Kupferblech gemacht. Okay, modulare Rahmen aus Stangen und versteckten Platten. Ich brauche ja auch Rotoren. Rotoren werden aus Stangen und Ding gemacht. Aber aus viel. Holy shit. Okay. Und ich kann 3 machen. Gut, okay. Machen wir mal ein paar Schrauben schnell. Bin gerade beim Überlegen echt über den Aufbau, ob ich das wirklich splitte. Oder ob ich es nebeneinander fahren lasse und dann halt irgendwie drüber, drunter, links, rechts und alles. Damit ich das einigermaßen hinkriege. Es wird ja leider doch ein bisschen interessanter, wie ich es erhofft hätte. Ich hätte es eher ein bisschen entspannter gehofft. Aber egal, dafür sind wir doch da, dass es hier nicht unbedingt lame wird. Schauen wir mal, was draus wird. Na komm, bau weiter, schneller. Schneller, ich brauche mehr. Mehr. So, okay. Ich probiere das jetzt wirklich. Was war das? Wo kommt dieses Riesenbein her? Okay.
Okay, wir bauen mal hier jetzt schön mit Produktion, Konstrukteur. Mal sind die so gebaut, dass die extra nebeneinander passen. Das ist ja mega cool. Und dann Nummer 3 daneben. Dann nehmen wir natürlich Logistik, einen Förderbandsplitter. Und dann ein Standardförderband, weil das sollte komplett ausreichen ab der Stufe noch. Dann das hier so an. Dann sage ich dir, du machst Eisenstangen in dem Fall. Du machst auch Eisenstangen. Machst auch Eisenstangen. Gut, und hier hinten brauchen wir dann ein Förderband Fusionator. Um das alles zu fusionaten. Aber ich habe hier drüben noch keine Stromdurchreiche gemacht, ne? Ich brauche noch eine Stromdurchreiche. Wir wollen das ja alles schön ordentlich. So. So, okay. Zielen. Schnappen. Das passt eigentlich auch perfekt. So. Die drei arbeiten jetzt da dran und bringen dann die ersten Eisenstangen raus. So, jetzt ist die Sache. Ich könnte das jetzt natürlich direkt in Schrauben reinkriegen. Und in Zwischenlager. Dann bräuchte ich gleich wieder einen Splitter. Oder ich baue ein integriertes Lager. Dass ich das wie folgt mache. Production, Lager, Container. Schauen wir mal, sollte ja dann mit der Produktionsgeschwindigkeit ganz gut gehen. Schauen wir mal, oder ob ich dann Stufe 2 schon brauche. Ich werde hier in Zukunft einen Splitter wahrscheinlich brauchen, um halt bestimmte Sachen zu produzieren. Das Lager ist trotzdem downvoll, das ist natürlich noch der Hammer. Das ist natürlich noch ein Hammer. Und hier kommen jetzt Steady-Stangen rein.
mache ich vielleicht doch direkt hier einen Splitter und gehe dann von da aus direkt auf eine Schrauben-Production. Lass mich mal kurz was überlegen. Was ist, wenn ich hier zwei Lagercontainer aufstelle? Und mit F die ich nochmal abmache. Wie kann ich denn die Sachen... I don't know. Und dann aber... Produktionskonstrukteure. Das wird zu eng, ne? Das ist auch ein bisschen zu eng, weil da kommen wir nicht um die Ecke rum. Konstrukteur. Und dann machen wir hier nochmal ein... Das ist gerade voll cursed. Förderband-Splitter hin. So. So. Nein, ihr produziert mir Schrauben. Und dann hätte ich gerne hier einen Fusionator. Und dann machen wir hier zwei Lager hin. Dann machen wir, glaube ich, als schlaue Anschaffung direkt so einen Sinn. Hier mache ich ein normales Sinn, weil es einfach meiner Meinung nach schlauer ist. So. Gut. Und dann sollten wir ja hier dann gleich Schrauben zusammenkriegen, ne? Du-dum-dum-du-dum-dum-dum. Gleich noch eine Verbindung hin, damit wir hier noch was haben. Und hier läuft jetzt mein Lager rein und hier drüben laufen auch ganz viele Schrauben rein. Super. So, ich überfülle den jetzt schon. Bedeutet, da sollte sich dann zurückstapeln anfangen irgendwann, oder? Oder ist er so schnell, dass er damit zurechtkommt? Dann müssen wir nicht das hier abreißen. Und hier rein noch ein Förderband Mark II. Bedeutet, das geht schneller und es wird besser verteilt, alles was da drüben rauskommt. Rein theoretisch, sollte dann ja besser funktionieren. Bedeutet, die zwei kriegen auch eine höhere Menge an
teilen, wenn wir noch genug auf Lager haben. Aber scheint auf jeden Fall so zu sein. Bedeutet aber auch, nach einer Zeit sollten die voll werden und es sollte alles zu dem hier laufen. Oder sich halt sozusagen ein Backup entwickeln. Bei Schrauben scheinen wir auch gut dran zu kriegen, was ja dann auch wiederum eigentlich sehr gut ist, ne? Gut, jetzt zum nächsten Punkt. Wir haben ja hier noch den nächsten Teil. Den Konstrukteur, der hier langläuft. Die Idee, wir fahren das dann darüber und stecken das da auch an. Jetzt nehmen wir Eisenplatten. Oder wir machen das hier relativ tight. Und bringen die rum. Ich habe hier relativ viel Space jetzt gelassen, ne? Das ist alles so verschwendete Luft. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier wirklich halt noch sage, ich mache Organisation, Lagercontainer, dann hätte ich hier auf der einen Seite einfach alle drei Ressourcen zur Verfügung stehend. Ohne Probleme. Vielleicht machen wir dann irgendwie noch einen Weg da drauf und kann dann drüber laufen und mir das rausholen. Wenn ich dann hier um die Ecke mit dem Fusionator vielleicht rumkommen kann und dann das da reinstecken, hätte ich schon mal die Platten auch im Zwischenlager drin. Und dann kann ich in die nächste Fabrikstufe gehen. Ja, das braucht ja schon Platten und Schrauben kombiniert. Dann wird es eh immer mehr. Gut, machen wir nochmal schnell ein paar Platten. Ein paar Plättchen. Der Typ kommt auch nie wieder weg, glaube ich, hier, ne? Den haben wir schon. Ich hätte mir jetzt auch die ersten Schrauben mitnehmen können, ne? Ja, nee, langweilig. Wir machen ein paar mehr, jetzt machen wir 5 oder so. Dann haben wir noch was für Notfälle, weil ich glaube, ich brauche mehr. Ich brauche mehr, weil ich muss MK2 wahrscheinlich für die Platten machen. Wenn ich auch wieder auf 3 gehe. Da brauche ich schon mehr. Da brauche ich mehr. So, das sollte reichen aber dann. Warte, wir schauen, dass wir noch 13 kommen. Dann haben wir 14 insgesamt. So, perfekt. Jetzt bauen wir die schnell. Ach, das ist immer so der erste Punkt, wo du dich freust, dass du gleich das nicht mehr per Hand machen musst. Das ist gar nicht schlecht, wenn wir das dann alles automatisieren und umbauen können. Ah, du brauchst halt erst die bestimmten Ressourcen, ne? Hallöchen, hier bin ich wieder. Und I know, das da hinten ist ein bisschen blöd gebaut, aber wird schon. Production-Konstrukteur. Okay, wir wollen also eins nach vorne von hier. Gut. Dann brauche ich hier meinen Logistik-Splitter wieder. Dann brauche ich den eigentlich so. Braucht dann hier einen MK2. Siehst du, jetzt zeichne ich schon wieder zu wenig. Ahaha. Dann muss ich fürs erste da mit einem. Standard dran bauen. Platten. Eisenplatten. Und Eisenplatten. So, dadurch, dass wir da hinten gar nicht hin können.
erlaube ich mir mal bis hierhin eine Stromleitung zu ziehen. Dann hier zwischen wieder. Einen Adapter zu setzen. So, wie viel Strom habe ich noch? Ja, das geht ja easy. Dann machen wir das hier so, dass wir hier den Fusionator aufstellen. Ja, ich weiß, das ist jetzt dezent. Eigentlich müsste ich wirklich so laufen. So laufen und dann. Das war zu weit. So, und jetzt würde ich gerne mal diesen Überhang in Einsatz bringen. Und zwar hier den Stapler. Erstmal hier. Und dann nochmal hier, das probieren wir jetzt. Perfekt. Und jetzt hole ich mir noch ein bisschen von den anderen, damit wir mit MK2 weiterfahren können. Muss ich mir halt noch mal ein paar per Hand machen. Ist jetzt auch wurscht. Ich hätte wieder Schrauben mitnehmen können. Ja. Hätte Fahrradkette und so, ne? Mal schnell ein paar Schräubchen. Ein paar schöne Schräubchen. Ich sag euch, das wird die erste große Produktionsanlage, die wir jetzt hier bauen. Die erste wirklich große. Also das ist da drüben, das mit Energie komplett wurscht. Das Ganze, was draußen steht, auch wurscht. Das hier wird das erste, was 3-4 verschiedene Sachen produziert am Ende. In einem Raum hoffentlich drin. So halt meine Hoffnung. Weißt du, das kann auch sein, dass das sich komplett anders am Ende ausgeht. Aber ja, ich tue jetzt ein paar mehr produzieren, einfach weil ich gleich den anderen Punkt mitbauen kann. Und ich würde halt gerne, dass wir dann direkt schon, dass wir Richtung den anderen Zeug auch gehen. So. Aber was braucht denn hier unten zum Beispiel unser Rotor? Unser Rotor braucht auch Schrauben und Stangen dafür. Das kriege ich auch easy hin. Und der modulare Ding braucht diese Spezialplatten und Stangen. Das wird, ist es, der modulare Rahmen ist sozusagen das teuerste, was wir jetzt bauen können. Aber ja, sollten wir alles hinkriegen, denke ich. Das ganze große Zeugs hier. Irgendwann brauche ich wahrscheinlich eh den kompletten Raum nur für Eisenproduktion und alles. Das ist ja eh alles so vergänglich, was ich hier mache. So, MK2. Das passt schon. Gut, und damit die Kollegen da drin genug zum Produzieren haben. MK2. Jetzt können wir nicht hier mit der größeren Geschwindigkeit durchlaufen. Und sollte mir Eisen liefern können zu denen. Schaut mal bei euch aus. Seid ihr am Limit?
Ich habe keine mehr von den Dingen, ne? Die habe ich gerade alle verbraucht. Holy shit, okay. Na, hier verbrauche ich sogar mehr. Na, schau mal, was hier mit einem Speed zum Beispiel auch rankommt. Aber okay. Hier braucht jeder etwas und ich glaube, die sind mittlerweile am eher Ressourcending, weil es gerade ein bisschen blöd ist. Aber trotzdem, schau mal, was hier alles reinkommt. Holy moly. Wie schaut's hier aus? Schaut auch ganz gut aus. Wie schaut's bei dir aus? Ja, läuft auch gar nicht schlecht. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wir bräuchten ja dann rein theoretisch jetzt einen Fabrikator. Die Fabrikatoren sind teuer. Vier Rotoren. Acht von den Platten, okay. Und dann baue ich die hier irgendwie auf. Ja, du bist immer noch da. I know. Warte. Diesmal hole ich mir die Schrauben, die ich habe, weil sonst muss ich das noch zehnmal machen. Ich hole mir gleich mal wieder alles, was auf Lager ist, einfach damit ich die Ressourcen habe. Oder auch nicht alles unbedingt. Ich habe eh noch so viel dabei, das ist so die andere Sache. Nehmen wir die mit. Dann kann er die 500 da selber noch auffüllen. Ich habe ein paar auf Lager. So, wie viel hat mich das Ding gekostet? 4 und 8. Bauen wir gleich 2 und 8. 8 und 16. Was? Warum das denn jetzt nur noch? Weil ich so wenig Platten habe? So, jetzt holen wir uns einmal oben vom Kollegen schnell ab. Ist da oben noch irgendein Schimmer oder was? Seid ihr Platten? Ihr seid Platten. Super. Oh, das ist irgendwas anderes. Tut er immer noch brennen? Ne, ich habe immer noch einen Coupon offen. Dem muss ich dann irgendwas zum Fressen geben, was günstiges. Gut, jetzt kann ich ja auch 16 machen. Gut. Dann ist das schon mal relativ easy. Jetzt habe ich ja schon mal einen großen Teil davon von der Produktion hier automatisiert. Dann geht es auch Stück für Stück voran. Dann macht es das alles auch ein bisschen erschwinglicher im Ende. Bloß wenn ich es halt automatisieren kann komplett, warum nicht, ne? Ich glaube nur 16 braucht er eigentlich, ne? Aber dann kann ich vielleicht die Eisenstangen noch ein bisschen verschnellern. Hopp, hier rein. So, bei Eisenstangen wird es ja echt langsam geliefert und das ist... Wait, das liegt gar nicht da dran. Jetzt stocken die Dinger wieder, hä? Ist es einfach die Produktionsgeschwindigkeit, die die Dinger drauf haben? Scheint so. Vielleicht kann die Taktrate sogar verringern. 15 pro Minute macht er aktuell. Du machst 20 pro Minute. Ihr macht 40 pro Minute. Und ich könnte euch erhöhen auf bis zu 250%. Das sind dann 100 pro Minute. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt kann ich aber einen von denen aufstellen. Der ist ja noch höher. Da reicht mein Dach hier gar nicht mehr aus. No, das war nicht der Plan. Gott damit. Fabrikator.
rein theoretisch kriege ich alles vorbei, gut. Wenn wir sagen, du machst intelligente Beschichtung? Projektteil schickt es mir, den Weltraum in Phasen der Montageprojekt abzuschließen. Okay. Ach, das ist für einen Weltraumlift, okay. Wir brauchen hier verstärkte Eisenplatten. Und hier brauchen ein... Hier brauchen wir die Dinger. Bedeutet, wir brauchen hier erstmal ein Splitter. Du machst das hier rein. Du musst mit Eisenplatten, gut. Also Schrauben. Richtig, echt auch hier so drüber, ohne dass irgendwas ist. Nee, kriege ich nicht, ne? Schöne Sache. Bräuchte ich direkt noch mal einen Splitter. Und da werde ich auch direkt einen MK2 einbauen, weil so schnell werde ich das nicht mehr tauschen können. Und dann kann ich das danach tauschen. Und hier werde ich jetzt so ein Förderband... Übergang einbauen. Und dann hier auch noch mal einen Splitter reinschmeißen. So. Wo ist die Stromversorgung auf der anderen Seite, oder? Du gehst hier hin, du gehst da dran. Naja, die kriegen noch Schrauben nach, okay. Oh, der erste fängt schon an, okay. Der schaut gar nicht schlecht aus. Müsstest du nicht auch gleich anfangen? Naja, der Motor braucht ein bisschen mehr Schrauben, wie es ausschaut. Jetzt fängt er an. Okay, die Movements sind komplett gleich, aber in dem Fall. Habe ich noch Dinger? Kann ich noch? Ja, dann tun wir schnell das mit MK2 ersetzen. Ah, jetzt fehlen vielleicht doch noch mal ein paar Platten. Ah, ja. Warum sind die kurzen Teile auf einmal so teuer? Wenigstens geht's gerade schnell. Mensch, komm schon. Und da drunter. Bedeutet, wir tun es hier wenigstens schneller eingeben. Und können das dann hier... Dann sollten die ein bisschen mit höherem Takt arbeiten. Einfach, weil mehr reinkommt.
die schlucken halt trotzdem ordentlich. Aber da kann man halt auch nichts machen, ne? Also jetzt produzieren sie wahrscheinlich sogar im laufenden Band diesmal. Ja, sobald sie stoppen, fangen sie wieder an. Das ist super. Bedeutet, wir sollten hier jetzt zum Beispiel auch schon... Ja, zwei Rotoren haben wir drin. Die machen halt 4 pro Minute. Das dauert halt jetzt seine Zeit einfach, ne? Was mich eher interessiert, kommen wir hier zum Beispiel nach mit Dingern oder wird es weniger? Na, es wird weniger. Ne, mehr. Werden wir sehen. Wie schaut es bei dir aus? Wesentlich weniger. Liegt es jetzt an der Production oder liegt es jetzt an der Zulieferung? Ne, das Lager ist voll. Also hier liegt es eindeutig am Speed. Vielleicht kann ich das dann relativ bald erhöhen mit solchen Energiekapseln. Ah, natürlich, die hier laufen auch erstmal hier rein, aber ich glaube, das Lager füllt sich zum Beispiel, oder? Nee, auch nicht unbedingt. Wird auch leerer. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Ich würde aber auch sagen, dass das für die Folge war. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben diesmal 2 Fabrikatoren aufgestellt. Unsere ersten 2 Fabrikatoren. Ich muss die Produktion vielleicht nochmal, oder die Produktionshalle nochmal vergrößern. Einfach in die Höhe auch, weil da die Dinger sind größer noch. Noch größer. Und es könnte vielleicht dann eng werden. Ja, nee. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir haben wieder viel geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir hoffentlich die nächste Mission abschließen können, weil wir genug Rotoren schon haben. Also, bis dann. Ciao.